Jetzt aber endgültig Detroit Becomes Human Teil 4. Ja, Freunde, im letzten Teil hat Kara ja die Hölle von Zlatko überlebt und konnte aus dem Horrorhaus entkommen. Und dabei sind wir auch das erste Mal auf Luther gestoßen. Der Android, der ja auf Gehorsam programmiert war und quasi sein Ich hoffe, Hand. es geht Ihnen gut. Natürlich geht's mir Ich weiß, gut. es ist nicht immer alles ganz einfach, aber ich bin für Sie da. Dankeschön. Freut mich gerne. Freut mich. Wie gesagt, Luther ist jetzt eben mit Kara unterwegs. Er hat ihr ja angeboten, sie an einen sicheren Ort zu begleiten. Und ich denke mal, wir wissen, dass das Ganze jetzt aufgeht nach Kanada für die beiden. Unterdessen hat Marcus ja einen gewagten Plan ins Leben gerufen, eben ein Lager von Cyberlife zu überfallen. Das steht dann eben als nächstes an. Unterdessen ist Hank ja jetzt dann doch wohl etwas mehr mit Connor befreundet, da wir ihm ja das quasi Leben gerettet haben, auch wenn die Analyse gezeigt hätte, er hätte im Falle eines Sturzes den Sturz überlebt, aber sowas erwartet man ja eben auch nicht von seinem Partner. Da muss man schon sagen, ihn zu retten erleichtert einen das Leben langfristig dann doch ein bisschen mehr. Aber genug der langen Worte, wir gehen jetzt direkt wieder ins Spiel. Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Kein Dazwischengelaber. Gameplay eben only. Das ist eben das hier: Zuschauen und genießen irgendwann mal auf den Abend. Oder wenn wir die ganze Chose mal so hintereinander wegstreamen als Gesamtkonzept in eins durch. Wenn ein Mensch nichts gefunden hat, wofür er sterben würde, eignet er sich nicht zum Leben. Ein Zitat von Martin Luther King. Gefällt es Ihnen? Nein, das Zitat gefällt mir nicht, denn ich lebe, um zu leben, um nicht um zu sterben. Wobei wir alle nach hinten raus sterben werden, aber das ist halt eine andere Geschichte. Aber okay, wir kommen jetzt wie gesagt direkt zum Gameplay. Ich mache den Ton hier eben aus und dann genießt das Spiel und wir hören uns dann so in guten anderthalb Stunden zum Abschlussresümee, wenn dieser Teil dann zu Ende kommt. Viel Spaß beim Zuschauen, bis dann. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Vielleicht bin ich für die Aufgabe nicht geeignet. Vielleicht sollten wir uns darüber austauschen. Konntest du etwas herausfinden? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Noch?
Er war von Vögeln fast. Geh zu Anderson und untersuch. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Lieutenant Anderson! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das ist nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, gefälligst von hier! Hey, ja, ja, hey! Schuhe, Fassi! Guter Hund! Fassi! Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant.
Es ist zu Ihrem Besten. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung an den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Der Kreml reagiert. Doch dies ist eine weitere Eskalation des Konflikts. Ich bin gleich wieder da. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach.
Vorsicht! Was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Ich mach das. Okay? Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steckt den Rest rein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Seid ihr nicht?
nicht, Fifi. Wollte der nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, Sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Verdammte Hunde! Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Sieht so aus. Sollte nicht fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Scheiße. Was ist hier los? Draußen brennt das Licht. Wir sind da drüben. Ich habe keine Schilder von der Elektrizität. Nicht, was sie sich ja bestimmt nicht an.
Hast du ihn? Cool. Schnell, rein hier. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als Sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Pressluft verarbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus der Geschichte. Gut. Okay. Mal los. Scheiße. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Willkommen im Eden-Club. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Sie entziehen mir doch nicht die Lizenz. Ich meine, ich hatte echt nichts damit zu tun. Gerade erst an, Sir. Ich kann Ihnen noch
nichts sagen. Hey, Hank! Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alp. Nacht, Lieutenant. Das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. War kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Viel. Irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du was. Im Führerschein steht. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist. Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Ich weiß es nicht mehr. Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet. Ich war bei dir. Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus? Und noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Ich hoffe, was du sagen hast. Sag mir Bescheid.
Verdammt nochmal, Connor, wir haben besser. 20 kennenzulernen. Ich bringe sie in ihr Zimmer. Oh, Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du? Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, und was soll ich mit der jetzt machen? Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Die blauhaarige Tracy kam mir nicht vorbei. Thank you.
Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn! Warte! Ich übernehme das jetzt. Scheiße! Wir sind zu spät! Verdammt, schau sie die an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik kaufen. Laufen, statt einen anderen Menschen zu lieben. Ich weiß nicht.
hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, hatte Angst. Bis er sich nicht mehr rührte. Ich habe dabei nur verteidigt. Meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Weggenommen. Ich liebe sie. Ich habe. X-400-Android, der seinen Besitzer in einem Vorort Detroits angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die Polizei scheint seine Spur nach einer Beinahe-Festnahme verloren zu haben. Die Leute, die wir treffen wollen. Des flüchtigen Androiden liegt. Woher weißt du von ihnen? Vor, um die von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn es gelogen war. Oder noch eine Falle. Ich weiß nur, dass die Androiden es glauben. Bis Slatko sie umbrachte. Sofort hochrangige Offiziere zu einer Krisensitzung ins Weiße Haus. Der Welt droht ein weiterer Krieg. Und dieser neue Vorfall könnte sehr gut der Auslöser sein. Gut, dass Slatko ein Auto hat. Auch in der Nacht kommt es in die Schule. So muss er das nicht wieder durch die Kälte. Mit minus 5 Grad Celsius. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. In den nächsten Tagen halten. Vermutlich noch bis morgen. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Thank you.
Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ich mach das. Na bitte. Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Alice? Glaubst du, wir sind Tage so wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt.
Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Es sind da. Hast du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du die Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das allein in einem großen alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... es war anders. Und das machte es traurig. Dann... traf es einen Roboter. Der auch sehr unglücklich war. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... sie hielten zusammen. Und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie... einen netten Riesen. Er versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Das ist nicht. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.
Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein, worauf willst du hinaus? Sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt. Komm schon, Kara! Ich glaube, du hast keine Wahl. Unser Gast. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Tja, Freunde, ein schöneres Ende für die heutige Episode hätte man sich nicht vorstellen können. An dieser Stelle beenden wir dann heute diese Folge Detroit Become Human. Tatsächlich war es mir vorher noch nicht gelungen oder passiert, dass tatsächlich die beiden Androiden Selbstmord bzw. dass Connor die eine dann erschossen hat. Dieses Ende hier ist eigentlich relativ immer gleich gestrickt. Das heißt, wir landen am Ende immer nur
eben dort in dem Karussell. Allerdings gibt es da auch immer wieder so ein paar kleinere Szenen, die man dann eben ändern kann. Aber im Guten und Ganzen ändert das jetzt hier dran, dass man eben im Karussell sitzt, nicht besonders viel. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Es ist ja nun doch eine ganze Zeit lang her, dass ich eben dieses Spiel gespielt habe. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen noch hin. Hatte vorhin ja beim Kampf mit Connor ein paar Koordinationsprobleme. Wie gesagt, ist nicht immer ganz einfach als Linker diese Spiele zu spielen, weil man eben ständig irgendwo zwischen Maus und SD-Tastaturen wechseln muss. Und da klingelt das Telefon, was mir sagt: Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was muss ich ja machen?